Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch dabei, ein wenig Zombies bzw. Ghule zu schnitzeln. Und Episode 17 sind wir jetzt. Und wer es noch nicht gemacht hat, vergesst nicht, ihr könnt mich jederzeit abonnieren. Und falls euch eines meiner Videos gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Das erfolgt viel zu selten. Ich nehme stark an, weil ich das erst am Ende des Videos sage und... dreifacher Schaden, echt jetzt? Weil ich das immer am Ende des Videos sage und falls Leute gar nicht bis dahin gucken, dann kriegen die das gar nicht mit. Also, irgendwas muss ja sein. Naja, wie dem auch sei. Was? Wir stecken ihn da gemeinsam drin, oder? Ja. Würde ich mal so sagen. Gut. Jackie Robinsons Trikot entwischt uns immer wieder. Also hier ist es auch nicht. Abgeschlossen, auf los geht's los. Gut. Weiß nicht, ob wir in dieser Episode noch eine weitere Mission machen, aber wenn ich mir so angucke, ja. Nee, Quatsch, was ich letztes Mal habe ich doch erzählt. Ja, da habe ich einen ganzen Monat gewartet, bevor ich weitergespielt habe. Nein, es war kein Monat, es war ein Tag. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil damals die Dateien nicht Tag, Monat, Jahr benannt wurden, sondern Monat, Tag, Jahr. Das war halt ein wenig dämlich von dem Programm, also von Shadowplay. Aber wie gesagt, was, wäre es so schlimm, ab und zu mal Staub zu wischen? Ja, ich würde sagen, es wäre schlimm, das ab und zu mal zu machen. Weil, hallo, das sind Ghule. Fünffacher Schaden, das gibt's ja nicht. Und, oh, fünffacher Schaden nochmal. Hossa. Das hat aber reingehauen, würde ich jetzt sagen. Mal sehen, ja, wie es weitergeht. So, kurz mal aufladen. Ja, weil die nämlich doch stark hier an Verstrahlung zunehmen. Die werden ja verstrahlt von dem leuchtenden Ghul da, von dem Strahlemann. Ja, außerdem macht er sowas. Guckt euch das an. Hallo, das ist aber heftig hier. So, könnte jemand den mal umlegen? Ja, das ist doch ein bisschen schwerer hier jetzt gerade. Ah, dreifacher Schaden, knapp daneben. Zumindest einen hätten wir gelegt. Das heißt, jetzt sollten die anderen beiden auch etwas schneller fallen. Ah, 2,5-facher Schaden nur. Na gut, auf jeden Fall, bis auf einen sind alle down. Das heißt, der wird auch noch gelegt. So, auch noch geschnetzelt. Zack. Was denkst du über das Ödland? Irgendwie reizend, oder? Auf seine ganz eigene, schreckliche Art. Ja. Gut, weiter geht's in den... Oh, natürlich, Deathclaw und eine Mutter... Ja. Endboss Deathclaw. Ja, wer hätte es gedacht? Da werde ich wohl noch die ganzen Stimpaks los hier. Vor allen Dingen, die Mission ist abgeschlossen. Eigentlich müsste man nicht mehr weitergehen, aber... Ja, hau rein. Wir gehen einfach trotzdem weiter. So, ich bin ja gespannt. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir das schaffen. Weil, ist natürlich blöd, wenn wir eine Mission failen, dann müssten wir die nochmal machen. Oder? Geht das? Kann man eine Mission nochmal machen oder kriegt man dann nur einfach kein Loot mehr? Fünffacher Schaden, wer hätte es gedacht? Wir hauen einmal der fetten Deathclaw-Mutti voll ein auf das Fressbrett. Ich meine, wer so eine Mutter hat, der braucht keine... Ja. Ah, dreifacher Schaden. Zu früh gedrückt, würde ich sagen. Auf jeden Fall sollte die auch gleich down sein. Ja, da ist sie weg. Den einmal aufladen. Ja, da hinten glitzert schon irgendwas. So. Zweifacher Schaden. Ja, da hat er nicht drauf geachtet. Einfach gedrückt. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Ja, werdet ihr. Von uns. Also von dem einen, der zuguckt. Wenn die Kamera jetzt an wäre, würde ich auf dich zeigen. Du da. Guck, ich zeig mit dem Finger auf dich. Du, ja. Du guckst mich. Vielen Dank. So, gut. Wie dem auch sei, natürlich noch mehr Todeskrallen, aber der letzte Raum immerhin. Das heißt, danach sollten wir soweit durch sein mit dieser Mission. Dann schauen wir mal, was wir danach so machen. Weil es gibt ja doch immer so ein paar Aufgaben hier in dem Vault zu erledigen. So, Gabriel Wood. Ja, noch ein bisschen Geballer. Vor allen Dingen, ich habe irgendwie gar kein Thema aktuell. Von daher, kein Thema. Ja, okay, gut. Das Einzige, was mir auffällt, ist, ich war letztens
Was? 1,25? Armselig. Ich war letztens im Supermarkt und ihr kennt das, man steht an der Kasse und es ist eine lange Schlange und es ist irgendwie nur eine Kasse auf und man denkt sich, hä? Ja, können die nicht mal eine zweite Kasse öffnen? Ja, das hat auch ein älterer Herr quasi hinter mir gesagt. Fünffacher Schaden! Haha, fünffacher Schaden! Also nicht der alte Herr, aber... Was denkst du denn, wie es mir geht? Was? Keine Ahnung. Weiß nicht, worauf will der hinaus? Ja, ich würde sagen, einmal zurückkehren. Wir kriegen Rezept, Fragment, Golduhr und eine gefaltete Flagge. Und eigentlich wollte ich sagen, dieser Typ hat gesagt, ja, mach da gefälligst eine Kasse auf, das ist hier voll. Und die Kassiererin sagte, ja, würden wir ja gerne, wenn wir überhaupt Mitarbeiter hätten, die wir an die Kasse setzen könnten. Ja, weil, liebe Leute, überlegt euch mal, wenn eine Schlange an der Kasse lang ist und die keine Kasse aufmachen, vielleicht haben die einfach keine Mitarbeiter. Könnte ja vielleicht sein, dass nicht genügend Leute sagen, ja, ich möchte gerne an der Kasse sitzen. Ja, könnte ja sein. Habt euch das mal gefragt, wenn ihr wieder meckert? Weil, was mir auch aufgefallen ist, in einem Supermarkt, wenn eine zweite Kasse geöffnet wird, dann ist das quasi... Das ist, als würde man, was weiß ich, als würde es irgendwas kostenlos geben. Alle stürmen auf diese Kasse zu. So, hier machen wir einen Schnitt, denn jetzt kommt eine neue Aufnahme. Das Baby ist jetzt erwachsen. So. Zack. Der Ton ist auch wieder synchron, den muss ich nicht nachsynchronisieren. Sehr gut. Was? Wenig Lagerplatz. Ja, das steht aber hinter dem Freak da. Das heißt, das kann ich gar nicht lesen. Gut, wie dem auch sei, ein Tag ist vergangen, beziehungsweise ein Tag und 7 Stunden, wenn ich mir die Uhrzeit der Aufnahme angucke. Wie ihr seht, wird hier ein klein wenig geerntet, in Anführungszeichen. Ja, läuft halt. So, Fitnesscenter, dann gucken wir mal. Da gibt es nämlich schon wieder Leute, die fertig sind. Den schicken wir mal nach Charisma und, Terry ist mit Strength durch. Das heißt, den könnten wir ins Fitnesscenter schicken, oder? Ja, einmal ins Fitnesscenter. Gut. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, was wir diese Folge über machen, aber hier, erster Versuch. Na toll, der hier ist tot. Ja, die sterben alle. Auch, nee, ist zurückgewollt. Ja, das heißt, da können wir mal ein bisschen aussortieren an Müll. Müll, 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 Müll. Warum schicke ich die eigentlich los, wenn die nur Müll dabei haben? Na gut, das Chirurgen-Outfit vielleicht. Müll, 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 Müll. Nee, das nicht. Müll, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Nee, nicht. Doch, Müll. So, zack. Und auch er ist zurückgewollt. Auch einmal alles Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Müll, Müll, Müll. Müll, nee, doch Müll. Müll, nee, Müll, ja, Müll, Müll. Wenn man so doof klickt wie ich, dann Müll, 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 Müll. Also beziehungsweise Müll. Vergangenheits-TBM. So. Und die sind auch zurück im Vault. Die von der Mission gestern. So, auch, na, ja, na. Ja, die haben eigentlich hauptsächlich gute Sachen dabei. Oh, ein Bewohner hat ein Rezeptfragment gefunden. Railroad-Baracke. Sammeln. Das da oben haben wir gefunden. Okay, gut. Ja, weil, neu in diesem Update, was ich jetzt hier spiele, ist nämlich, laut den Update-Informationen, die am Anfang erschienen sind, dass man... wie heißt das? Dass man seine Sachen skinnen kann. Also seine Baracke zum Beispiel, beziehungsweise das Diner und so. Dem kann man einen Skin verpassen. Und zwar nicht mehr nur die Standard-Skins, die es damals gab. Also sprich irgendwie so, was weiß ich, irgendeine Fraktion. Sondern jetzt auch Minutemen und, das andere da aus Fallout 4? War das Fallout 4 Minutemen? Ich glaube schon, ja. Fallout 4 auf jeden Fall. Gut, erstmal wieder den ganzen Müll, 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 Müll. Haufenweise Müll. Müll, 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 Müll. Deswegen gibt es auch da oben den Button normale Gegenstände verkaufen. Aber den kann ich nicht nutzen, weil dann würde nämlich auch Sachen rausfliegen, wie zum Beispiel dieser Overall da, den ich ja meinen Leuten standardmäßig anziehe, wenn sie sozusagen trainieren. Das ist quasi so ein Trainings-Overall. So, die Rüstung kann auch weg. Zack, sammeln. Weil ich schicke ja nur die Leute raus, die sowieso schon Full-Level sind. So. Auch hier noch alles rausschmeißen. Lalalala. Also falls ihr es bis hierhin ausgehalten habt von dieser Folge, dann gratuliere ich euch.
denn in dieser Folge ist nicht wirklich was passiert, außer am Anfang, wo wir ein paar Deathclaws bekämpft haben. Im Hintergrund kommen gerade ein paar Leute rein. Das heißt, ich gratuliere euch, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann würde ich mich doch über ein Like freuen. Das habe ich, glaube ich, zu Anfang der Folge schon erwähnt. Ach, und falls ihr nicht mehr verpassen wollt, also nichts mehr verpassen wollt, wenn ich ein Video hochlade, weil teilweise lade ich ja die Videos nicht wirklich täglich hoch, aber ich versuche es möglichst täglich um 15.30 Uhr. Hin und wieder kommt es mal am Wochenende nicht, denn am Wochenende mache ich vielleicht auch mal was anderes. Und genau, darauf wollte ich hinaus. Ihr könnt mich einfach abonnieren, dann kriegt ihr nämlich ständig eine Info, wenn ich ein Video hochlade. Aber das funktioniert bei dem neuen, modernen YouTube nur, wenn ihr etwas macht. Und zwar drückt die Glocke. Genau, denn wenn ihr die nicht drückt, dann funktioniert das nicht. Sammle 36 Waffen, 11 von 36 und wir öffnen noch ein Kistchen. Schauen wir mal, was da so drin ist. Schrott. Kronkorken. Bekleidung. Stimpak. Und Christine Hardy. Die hat einen ganz hohen P-Wert. Hm? Ja, gut. Eine Bewohnerin war drin. Gucken wir mal. Die hat so ein Militäroutfit an. Stufe 7 ist die schon. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Die holen wir uns mal rein und packen die gleich mal zum Training. Ja, Stärke kann die trainieren. Oh nein, ein Feuer. Komm, lösch. Du auch. Geh mal zum Löschen hier. So, du auch löschen. Wehe, das Feuer ist aus, wenn der ankommt. So, genau. Schön brav löschen. Wir löschen nochmal ein Feuer, bevor die Folge hier zu Ende ist. So, und das hier ist Brenda Henriquez. Wo rennt die denn hin? Naja, wie dem auch sei. Ich kann jetzt hier auch nicht mehr viel machen. So, wo will die denn hin? Habe ich jetzt versehentlich getauscht? Da oben ist übrigens Mr. Handy, der fleißig einsammelt. Nee, die muss wieder zurück hier. Keine Ahnung, Stärke oder was auch immer sie trainiert hat? Ja, schicken wir sie einfach dahin. Egal, 6 von 6. Das wird schon klappen. Gut. Ja. Damit wäre ich im Endeffekt durch für diese Folge. Das heißt, ich werde jetzt noch gleich arbeiten gehen, denn ich habe mal wieder Spätschicht. Spätschicht ist immer insofern ätzend, weil, ja, du hast halt nach der Arbeit nicht mehr wirklich viel Zeit für irgendwas. Und vor der Arbeit, wenn du da so eine 9-Stunden-Schicht schiebst, dann hast du auch nicht wirklich viel Zeit. Sprich, du stehst auf, hast irgendwie 3 Stunden Zeit und das war's dann. Nach diesen 3 Stunden ist Schicht im Schacht. Wobei, an und für sich könnte ich eigentlich mal gucken. Ha, ich könnte noch eine Folge aufnehmen. Hahaha, ich nehme jetzt einfach noch eine Folge auf. So, ziehen wir da einfach nochmal ein Video dran. Dann haben wir da auch mal ein bisschen mehr. Das heißt folgendes, ich werde jetzt gleich nochmal eine Folge aufnehmen. Ich habe zwar immer noch kein Thema, aber das ist euch doch egal, ihr guckt das ja eh nicht. Beziehungsweise die Leute, die es gucken, tut mir leid für euch. Gut, wie dem auch sei, diese Folge neigt sich dem Ende zu. Was heißt, hier wird noch im Hintergrund ein bisschen eingesammelt und mir bleibt nichts übrig, als euch noch... Oh nein, Bottle und Cappy kommen schon wieder. Ja. Wie dem auch sei, favorisieren, abonnieren, kommentieren, liken und ja, ich sage damit tschüss, bis morgen. Tschüss!